So, moin moin, und da sind wir wieder. Genau, und du wirst gleich angegriffen. Natürlich. Ich wurde begrüßt mit einem lieblichen Knurren. So, jetzt müssen wir nur sehen, wo wir hier mal wieder was zum Springen kriegen. Und vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ich glaube, da kommen wir jetzt so hoch, ne? Denn das hier sieht recht gut aus. Jo. So. Bei Salamander hier. Kann auch angehen, dass ich mich eben gerade vertippt habe hier. Dass es abgesäbelt ist. Alt-Tab. Ja, genau. Und Enter, ne? Und F4 oder so, ne? Mhm, Alt F4. Funktioniert immer noch super. So. Dann lesen wir mal. Sie haben Allianz eine... nochmal. Sie haben eine Allianz mit ihr geformt und sie in ihrem Verstand eindringen lassen. Sie haben ihr Vermächtnis so lange gehütet, wie es ihnen möglich war. Leider sollte ihre Art nicht ewig leben. Das Schicksal anders entscheiden und so wurde die Fackel meinen Ahnen gereicht. Wir haben uns für hunderte von Jahren versteckt. Ihr, so gut wir konnten, geholfen und ihr Geheimnis gehütet. Die Tinte auf dem Rest der Seite ist verblasst. Blätter zum nächsten lesbaren Abschnitt weiter. Drachen konsumieren Magie, aber sie zerstören sie nicht. Nehmen sie in sich auf, so wie ein Schwamm das Wasser. Ich hoffe nur, dass wir schneller sind als diese Aasgeier und Machtfanatiker, die ihren Körper nutzen wollen, um ihre eigene Kraft zu steigern. Der Meister des Friedens hat vielleicht unwissentlich eine Spur hinterlassen. Oh, fertig. So viel Energie! Schön. Es gab ja richtig was. Jo, auch viel Energie und Punkte. Ja, und das nächste ist ja gar nicht weit weg. Wo willst du hin? Achso, ich habe mich verguckt auf der Karte. Genau, hier links. Da, wo wir letztes Mal schon rübergesprungen sind. Ja. Da muss es nur rüber. Bitte, bitte, bitte. Uff. Oh, erstmal hier die Salamander, nicht das hier. Ach Gott, dieses Fähigkeiten wieder wegschalten. Oh. Das ist so zum... Ja. Genau. Oh, die Dame darf da jetzt meinetwegen liegen bleiben. Oh ja. Die hält da sowieso ein Mittagsstündchen. Und plündern. Oh. Dann würde ich mal sagen, ab in die Instanz. Jo. Bedrängt. Irp. Hä? Ah, Rox und Co. Ich bet Timey. Perfektes Timing. Gerade wollte ich Schraddel einen Weg durch diese Ranken schlagen lassen. Ja, macht das auch. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Ist es hier? Es muss hier sein. Irgendwo. Nein. Da ist er. Halt! Wo ist der Meister des Friedens? Geht weg! Geht weg, geht weg, geht weg! Er gehört mir! Ah ja. Oh ja. So. Wäre noch ein bisschen was auszuhalten. Einer. Ich bin gleich down, wenn das hier so weitergeht. Oha. Das Gift ist auch nicht gerade förderlich. Autsch. Ich liege. Komm. Ich habe auch Minen in meiner Gegend. Achso, da kommt schon... Jo, ich stehe wieder. Danke. Okay. Oh. Es reicht, es reicht.
Schlimme Zeit. Geschichte. Schlimm. Muss den Meister finden. Ja. Selbstgespräche? Darf nicht zulassen, dass sie mich auch. Er redet ziemlich mit sich selbst. Oh ja. Wir hier fest, bis wir irgendwie durch diese Ranken kommen. Ich habe eine Idee. Seht ihr zu, dass wir gerade kein Bein stellen und dann los. Ja, jagt mir ein Power in den Rücken. Unkrautzupfen. Ja. Gut, dass das vorbei ist. Gut, dass ich meine Giftpfeile eingepackt habe. Wir sehen jetzt wieder raus. Oder wir gehen jetzt weiter, folgen ihnen. Taimi ist beschäftigt mit ihrer Wegfindungsschwierigkeit. Taimi, geh weiter. Ja, so. Muss ich wieder den Weg hier ordentlich finden, wa? Wie immer zum Anfang hin. Genau, das, was die NPCs immer so gerne machen. Ja. Na schön. Ja, dann mach. Legen wir los. So, nächsten Rang. Pusher, Busch hier. Riesenunkraut. Oh, der macht aber Damage. Und ich kriege auch gerade Schaden. Ja, nicht hübsch. Oh, ich stehe schon wieder. Okay. Dann diese ollen Hündchen hier. Jupp. Yep. Okay, okay, ich wollte ja nur sicher gehen, dass nichts mehr lebt. Ja. Wenn ihr es so haben wollt, die Kluft ist zu groß. Ich krieg uns von hier aus nicht rüber. Oh. Die Option, dass Shuttle uns rüberschmeißt, steht immer. Ich glaube, ich bin drüben. Danke für das Angebot, Tiny, aber ich denke, da stimme ich. Aber im falschen Weg. Ich könnte eine Knochenbrücke beschwören, aber die würde nicht ganz reichen. Ja, dich vorhin einen Blitzstein gesehen. Vielleicht lang genug, damit einer von euch rüberkommt. Ich werde gehen. Wenn ich drüben bin, schaffe ich ein Portal von hier nach dort. Ihr müsstet mir nur Deckung geben. Okay. Ja, hat doch geklappt. Oh ja. Autsch. Autsch, genau. Autsch. Schneller. Hier wäre das gleiche Spiel, ja. Da. Zack. Hey, lass das sofort bleiben. Auf der Stelle. Nicht um euer Leben, aber euer Verrecken vielleicht. Ich mache weiter. Ich werde siegen. Bist du denn Achter oben? Au. Läuft hier einmal um den Kreis, wa? Natürlich doch. Was machen sonst Feige Azuras? Silvaris. Hier geblieben. Es reicht, es reicht. Oh. Was sollen wir verwenden? Kurz womit? Achso, um an ihn ranzukommen. Ah, das hat halbwegs geklappt. Wo soll denn jetzt hin? Ach, da unten. Ah. Oh, wer ist das?
Bestimmt dieser Meister des Friedens. Was? Wie? Ihr seid hier? Aaron, ihr habt eure sephiritischen Gelübde gebrochen. Jo. Banale Gelübde, banales Volk. Ich habe das große Ganze. Das Portal benutzen. Ihr seid mir schneller als ein Centaur. So, wir haben jetzt eine kleine Unterhaltung. Hier dürfen wir in der Zwischenzeit uns hier um Kraut wieder kümmern. Yep. Ich kann die Kraft der Bären spüren. Geh mal hinten durch zu dieser anderen Ranke. Ja, hier ich glaube, ja, auf der anderen Seite war auf. Ne, die kommen neu. Das ist ja doof. Ich glaube auch, wir müssen durch, tatsächlich. So, wie könnte man da hin zu ihm? Da oben. Ja. Werde ich nicht, ich hole einfach meine Spinne raus. So. Da war doch ein Blitzsteinchen. Und er ist schon wieder aufgetankt. Au! Und Sturz. So, wo ist er? Da. Au, au, au. Ach Gott, ich habe immer noch dieses Blitz-Dings. Ja, ich habe einen Bogen. Du kannst hier so viel rumspringen, wie du lustig bist. Oh. Au. Oh, ich mache ein bisschen Schaden an ihm, nicht viel. Au, au, au. Ja, ich komme wieder. Okay. Auf. Ach, jetzt bist du da. Mann, 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 Junge, Junge, Junge. Du nervst. Aber noch lebe ich. Ich bin positiv überrascht. Wie hast du das denn geschafft? Das freue ich mich auch. So. So, du bist gleich direkt bei ihm. Ja, bin hier. Er traut sich aber hier auch nicht auf meinen. Nee. Meine Barrikade. Da hat er Angst vor meinen Bärchen. Oh, und schon wieder runter. Oh, ich bin gleich down. Ach Gott, dieses olle Schild hat er gerade wieder. Du brauchst, genau da, dieses Ding. Muss aufsammeln und gegen ihn rennen. Bang. Wunderbar. Bang. So, zur Hälfte ist er weg. Der ist grün bei von mir. Ja, jetzt ist er wieder. Und schon wieder runter. Oh. Warum fällst du da immer runter? Das ist immer so ein großes Fass, oder? Puh, das deckt ziemlich viel ab. Okay, ja. Ich glaube, du musst einfach mal auf was anderes hier gesprungen kommen. Dann bist du halbwegs sicher. Bitte, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Oh. Und rüber. Genau, mal sehen,
Jetzt ist er hier bei mir. Das kann doch nicht sein. Ich bin runtergefallen. Ich komme wieder. Nein, ich komme da nicht ran. Wo ich hier stehe, bin ich aus der Reichweite. Wo war jetzt der Weg hoch? Ach, ich bin gerade down. Versuche mich gerade wieder zu beleben. Ja. Kriege ich ein bisschen viel Schaden hier ab. Das Vieh kann ich da gar nicht mehr angreifen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, ich stehe wieder. Jo, bitte. So, jetzt sehe ich da auch den Weg. Gift. Fass ist weg. Oh, und gesprungen. Runtergesprungen. Und die sind da unten keine Hilfe. Oh. Ach, schon wieder daneben. Man muss aber auch wirklich vom Weg, also direkt davor stehen und dann da. Also geradeaus laufen, weil sonst... Ah, du hast ihn. Ja. Sehr schön. So, Pass. Ja. Könnte ich hier ausweichen? Und schon wieder runtergesprungen. Oder runtergefallen. Kommt ja aber auch keiner dieser... ...der Blitz-Dinger da. Sehr schön. So. Ich bin stark. Jetzt bin ich hier wahrscheinlich oben gleich down. Ja, bin ich. Herrier. Oh, er bombardiert mich hier gerade. Ja, komm. Lenk ihn mal ab. So gut du kannst. So, ist ja gut. Wo ist er? Da. Wir kriegen ihn aber bald. Ach Gott, ich liege, aber wir kriegen ihn, glaube ich, trotzdem. Jupp. Und. So, du musst noch einmal gegen ihn rennen. Ja, ich komme hoch. Ich versuche mich in der Zwischenzeit wieder zu beleben. So, ich halte die Stellung und meine Pfeile bereit. Ja, so komm, du wirst gleich wieder rot. Ich kann es hier ansehen. Da. Oh. Der hat mich runtergekickt. Geht doch. Und? So, jetzt müssen wir da wahrscheinlich hin. Moment, ich versuche da eben hochzukommen. Oder? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier. Die sprechen.
auf den Meister des Friedens bestimmt, wa? Dank für eure Hilfe. Es tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Was wollte er von euch? Auf dem Schiff verlor er den Verstand. Er ist derjenige, der es sabotiert hat, wisst ihr? Ja, wissen wir. Wollte er sich für irgendetwas an euch rächen? Nein. Er wollte, dass ich ihm Macht gebe. Große Macht, mit der er nicht umgehen konnte. Ich lehnte ab. Adrenalinstrom! Er ließ nicht locker. Wollt ihr jetzt zurück? Wir können euch begleiten. Nein. Meine Reise hat erst begonnen. Sagt ihr meinem Volk, dass es mir gut geht und ich die Reise fortsetze? Aber ja, wir sagen es ihnen. Werden sie nicht fragen, wo ihr hin wollt? Nein. Wer mein Ziel nicht geht, weiß genug, um mich zu fragen. Lebt wohl. Schön, dass wir uns heute begegnet sind. Seltsamer Kerl. Majori. Wir sollten uns seinen Leichnam genauer ansehen. Ich möchte alles über ihn wissen. Er hat Wohlstand durchquert. Vielleicht sollte ein paar von uns dorthin zurückgehen und herausfinden, ob ihn noch jemand gesehen hat. Gute Idee. Vielleicht hat er da ja mit jemandem gesprochen. Man kann nie wissen. Wir haben noch keine Ahnung, warum er so erpicht darauf war, den Meister des Friedens zu töten. Ich muss zugeben, seine wahnsinniges Gerede hat mich auf eine unbehagliche Weise an Scarlet erinnert. Mich auch. Glaubt ihr, er war einer ihrer Verbündeten? Das wäre möglich, aber er hat sie nie namentlich erwähnt. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich war wegen ihm ziemlich entnervt. Ich konnte nur noch an Scarlet und Löwenstein denken. Was wenn... Wenn Scarlet nur die Spitze des Eisberges war. Haben wir doch schon. Untersuchen wir ihn mal. An Erins Sachen finden sich Lamehaare und Stroh, als ob er in einer Scheune oder einem Tierstall geschlafen hätte. In Wohlstand werden Tiere gehalten. Ich sollte mit jemandem von dort sprechen. Ein Blatt Papier spitzt aus einer Tasche heraus. Sieht heraus und werft einen Blick drauf. Das Papier ist zerrissen, die Schrift ist hektisch und kaum leserlich. Lesen wir trotzdem weiter. Die linke Hälfte des Blattes fehlt, aber auf den Rest könnt ihr Folgendes entziffern. Anführer wird sterben, die anderen werden sich anschließen. Wir werden nicht versagen. Alles andere ist nicht lesbar. Dann gehen wir. So. Wunderbar. Damit haben wir das hier abgeschlossen. Und beim Rausgehen, da machen wir einen kleinen Cut dazwischen. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ansatz, die Ausbeute beim